Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Bochif-Sendung. Ich habe euch doch gestern in der letzten Sendung erzählt, wo ihr gerade im Zeitraffer seht, was ihr gestern gesehen habt, dass ich im Moment gerne und viel mit dem Tommy zusammensitze und wir so unseren Gedanken freien Lauf lassen und coole Gespräche führen. Und heute hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich mal endlich dran gedacht habe, einfach mal das Aufnahmegerät einzuschalten, als ich merkte, hey, das ist wieder so ein Gespräch, könnte sich lohnen, das aufzunehmen. Und deswegen habe ich das jetzt hier quasi für euch und möchte es euch nicht vorenthalten, über was für Sachen wir uns da so unterhalten. Viel Spaß! Das ist halt echt so das Heftigste, das Allerheftigste, die heftigste Nachricht, die ich jemals irgendwann verdauen musste, verdaut habe, dass ich mich mein ganzes Leben lang massiv habe verarschen lassen. Ob das in der Schule war, ich bin heute so froh, dass ich nie auf die Universität noch gegangen bin. Verdünnungseinrichtung, ne? Ja, es ist einfach, es ist eine Verblödung, ob das Medien sind oder ob das schulische Einrichtungen sind. Ja, da kann man nicht sagen, dass man verarscht wurde, manipuliert und hat es nicht gemerkt, ne? Weil Ich man habe auch als mich Kind und so hast du in Sachen dem mitbekommen. Moment explizit verarscht, so richtig an der Nase herumgeführt, Ja, man sagt ja, gefühlt. irgendwann erkennt man im Alter, aber als Kind erkennt man das ja nicht. Ne, als Kind vertraust du Ich erstmal, ne? Die Erwachsenen kenne sind. kaum jemanden, der es geschafft hat, vor seinem Tod diese Erkenntnis zu erlangen. Die meisten Leute leben immer noch vor sich hin und glauben alles Mögliche und sind sich nicht bewusst darüber, was die Glaubenskraft eigentlich ist, wie die uns jeden Tag unser Leben ermöglicht, ne? Im Guten wie im Schlechten. Heißt nicht umsonst, Glaube versetzt Berge, ne? Ja, und es ist auch nicht umsonst, dass Jesus da halt eben ständig drauf rumgeritten hat. Und bei jedem, ne, das war halt auch, ich habe die Bibel, da, also das Neue Testament, habe ich zweimal in den letzten 18 Jahren, also anfangs, nochmal gelesen. Also eher überflogen, nicht jetzt Wort für Wort gelesen, weil ich das meiste ja halt eben auch eh kannte. Aber das eine war halt, dass ich auf der Suche war, hat Jesus jemals irgendwo gesagt, kniet vor mir nieder und betet mich an. Da habe ich das ganze Testament nach durchscannt und habe es nicht gefunden. Stattdessen halt eben, und deswegen bin ich dann irgendwann mal zu Jesus Bruder Bauchi geworden, quatscht er jeden um sich rum als Bruder oder Schwester an. Deutet eindeutig auf die Augenhöhe hin, sagt mehrfach, ich bin einer von euch. Ich bin hier extra als einer von euch runtergekommen, weil ich einer von euch bin. Ne, der hat nie gesagt, kniet vor mir nieder und betet mich an. Das hat dann die Kirche installiert, so. Aber das kommt nicht von Jesus. Und das Zweite war halt, ich wollte wissen, ob in der Bibel irgendwo steht, dass Jesus jeden hätte heilen können als der Heilende. So normalerweise ist man, wenn man jemandem sowas zuspricht, dann muss man dann auch davon ausgehen, dass der das dann halt auch bei jedem kann, wenn das kann. Aber das steht da überhaupt gar nicht. Und er sagt auch was selber, was völlig anderes. Bei jeder dieser Heilungsgeschichten sagt er, dein Glaube hat dich geheilt.
Nicht ich, nicht, dass ich meine Hand auf deine Verzeihung, ne? Stirn gelegt habe, sondern dass du der Überzeugung bist, Was das hilft. dass das hilft, wenn ich meine Hand auf deine Stirn lege und dich das wieder gesund mache oder da deine Seele geheilt ist, wenn ich unter deinem Dach einkehre, um deinen kranken Bruder zu sehen. Frage So, ist ja am Ende. deine Überzeugungskraft, dein Glaube. Und das ist auch der Grund, warum für mich Artikel 4 Absatz 1 und 2 so extrem wichtig geworden sind, dass der gesamte Rest vom Grundgesetz mich überhaupt gar nicht mehr interessiert, weil ich einfach immer damit, egal womit sie mir kommen, damit argumentieren kann. Ich habe Naja, das ist mein ja, dieser Recht. Artikel ist ja auch verbrieft in den Menschenrechten, ne? Also da, deswegen Ja, gilt da das, ja auch ey, Artikel 1, das ne? ist der Grundsatz jedweder Demokratie. Wenn das nicht gegeben ist, dass der Mensch sich seine Religion, seine Meinung und seine Überzeugung, und das steht da auch wörtlich Ja. so, selber aussuchen darf und nicht sich von irgendwem was aufzwingen lassen muss, und das passiert halt jedes Mal, wenn die Polizei vor dir stehen, sondern sie müssen aber einen Personalausweis mit dir rumtragen. Ne, den Satz habe ich die nie zu Ende sprechen lassen, ohne sie darauf hinzuweisen, dass sie gerade ein Gesetz brechen. Und auch wenn sie gewohnt sind, das zu machen und Unwissenheit vor Strafe nicht schützt, ich weiß das und ich lasse das nicht durchgehen. Und wenn er den Satz zu Ende spricht, dann kann er mir direkt seinen Namen geben. Dann werde ich ihn nämlich anzeigen, weil er halt gerade eine kriminelle Handlung vollzieht und Artikel 4 Absatz 1 und 2 bricht, wenn er mir seinen Willen aufdrücken will, seine Überzeugung, seine Denke von, ja, du musst aber doch, ja, ey, Alter, weißt du, was andere Leute glauben, was ich alles muss? Da ist mir scheißegal, was andere Leute, ich weiß, was ich muss. Ich weiß, was ich gemäß meiner Überzeugung muss und darf. Ne, und da ist halt eben mein Gewissen ein sehr guter Berater. Mein schlechtes Gewissen sagt mir sofort, was keine gute Idee ist, und das lasse ich dann einfach. Und mein gutes Gewissen erlaubt mir, was ich, oder? Wenn du dann einfach noch irgendwie dir angewöhnst, einfach das, was du machen möchtest, so zu tun, dass da niemand drunter leiden muss, und es dann gewohnt bist, alles machen zu können, was du willst, vielleicht nicht sofort und jetzt und hier, aber dann bei nächster Gelegenheit da, wo es passt. Einfach zwischendurch mal ein bisschen Geduld haben, ist auf jeden Fall auch eine coole Idee. Geduld ist eine Tugend, ja. Und dann hast du mit deiner Überzeugungskraft halt die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten. Du solltest deswegen sehr gut überlegen, was du glaubst. So, und ne, wenn du das glaubst, was du halt eben über die Dinge, die halt eben explizit dazu ausgerichtet sind, diesen Artikel zu brechen und dieses Gesetz zu brechen und dir eine Realität überzustülpen, ein Überzeugungsmuster, wo dann alles, was irgendwie dem nicht entspricht, als Schwachsinn oder böse oder sonst irgendwas abgetan wird, ja, dann hängst du natürlich ziemlich drin. Wenn du solche Sachen nicht weißt, weil dir die niemand jemals gesagt hat, dann bist du sehr anfällig dafür. Einfach das zu glauben, was man dir erzählt, das dann auch noch als Wissen zu verankern in dir und es dann auch als solches weiterzugeben und Leute Idioten zu nennen oder als doof zu verkaufen, die das gerade nicht glauben wollen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn wir halt eben in der Manier dann halt eben miteinander umgehen, müssen wir uns nicht wundern, dass die das dann tatsächlich sogar noch schaffen, uns in Kriege gegeneinander zu schicken. Und wir lustig drauf los und andere Menschen ermorden gehen. Ja. Bleibt Mord. Das Auch natürlich wenn ich im unbedingt, Krieg aber jemanden töte, ist das ein Mord. Weil es halt eben einfach ein Scheiß, eine Tötung aus niederen Gründen ist. Ich mache das in dem Moment nicht aus Liebe. Und alles, was nicht aus Liebe ist, ist niedere Gründe. Und wenn ich jemanden nicht aus Liebe töte, zum Beispiel, weil ich Mitleid gerade mit dem habe, weil er so, ey, das ist ja nur noch Siechtum, so wie ich meinen Hund dann habe irgendwann einschläfern lassen, weil ich gesehen habe, der leidet und der hört auch nicht auf zu leiden und ich leide nur noch mit. So, weißt du? Dann habe ich den Tito aus Liebe getötet. Und das war das Schwerste, was ich in meinem Leben jemals tun musste. Das war glaube der ich. beschissenste Tag meines Lebens. Aber es war kein Mord.
Na, aber wenn mir dann halt hier unser Jägerfreund erzählt, er tötet ja nur Tiere, Ja, nur, ne, ne? das ist das, wo ich halt sage, ja, Bro, du tötest meine Geschwister. Und an dieser Perspektive möchte ich nichts ändern. Ich bin froh, dass ich die irgendwann mal wieder bekommen habe und auch mit Ameisen auf eine Augenhöhe gekommen bin. Alter, das sind auch wieder so gesagt, ich hätte es filmen müssen. Das glaubt mir wieder keiner, wenn ich es einfach erzähle. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem gerade. Als ich letztens bei dem Haus da den Bürgersteig sauber gemacht habe, ne? Habe ich halt da diese ganzen Graswurzeln daraus gerissen, ne? Und hatte die ganze Zeit das Wort Graswurzelbewegung auch im Kopf, weil ich habe Graswurzeln bewegt. Und ja, auf einmal so nach, keine Ahnung, 10 Metern, als ich da an der Einfahrt vorbei war und dann der Bordstein wieder hochging, da sah ich schon, da war halt auch sehr viel Sand und Sand heißt, das ist ein Ameisennest. Ja, die fanden das dann auch entsprechend scheiße und ich habe dann auf einmal da wirklich, war ich über und über übersät mit Ameisen, die mich darauf aufmerksam machten, dass sie das scheiße fanden, was ich da gerade mache. Ne, dann habe ich die erstmal alle so runtergewedelt und habe mich dann, ich spreche mit diesen Geschwistern. Nicht mit jeder einzelnen Ameise, sondern ich verbinde mich dann mit dem Wesen Ameise. So wie wenn ich mit dem Tito, ist egal, ob ich mit dem Tito rede oder mit dem Tyson, ich bin mit Hund verbunden. Deswegen können wir telepathieren, deswegen verstehen wir uns so gut. Ne? Und das kann ich halt eben auch mit Insekten. Da gibt es genügend Zeugen für, die gesagt haben, Bochi, wie machst du das immer? Ich sage, ich rede einfach mit denen, ich nehme das einfach für voll, was ich hier gerade erzähle. Ne? Und das war wieder so eine Situation. Dann waren die ganzen Ameisen da, ich habe aber zur Kenntnis genommen, dass die sich gerade gestört fühlten. Und ich habe gesagt, so, ey Leute, ganz im Ernst, 1 Meter weiter ist der Vorgarten, da ist Gras ohne Ende. Wenn ihr Gras braucht und ihr könnt mir nicht erzählen, ich sage, ich kenne euch so, wie ich euch kenne, seid ihr längst auch unter dem Garten da unten, habt ihr eure Bauten und seid da auch ansässig. Also tut uns doch bitte beide einen Gefallen, ich will hier einfach gerade sauber machen, ich mache nichts kaputt, ich dekoriere nur um. Ne? Aber ihr lebt hier nun mal auch einfach nicht alleine. Und wir wollen es gerade halt eben einfach mal schön haben. Braucht ihr keine Sorge haben, es wächst ja sofort nach. Ne? Und irgendwann im halben Jahr bin ich dann mal wieder hier und rupfe mal wieder alles raus. Und dann wisst ihr auch, geht doch bitte, solange ich gerade hier bin, in den Garten, in den Vorgarten rüber. Dann sind wir getrennt voneinander, ungestört. Bro, ich sage dir, innerhalb der nächsten 5 Minuten konntest du Ameisenstraßen sehen, die von aus den Löchern raus in den Garten gegangen sind. Und dann war es frei. Da war jetzt halt keiner dabei, der es mitbeobachtet hat. Aber ich brauche das nicht um das. Ich habe es gesehen und weiß, dass es wahr ist. So, ne? Und das ist halt, wie gesagt, bei mir nicht das erste Mal. Ich habe etliche solcher Stories, wo auch Leute dabei waren, die dann gesehen haben, so, ich rede dann laut. Ich rede laut mit dem Wesen, Insekt, meinetwegen, das mich umgibt, das reicht, dann weiß es Bescheid. Ich weiß noch, wie ich mit der Bea auf dem Wir-Treffen war. Wir haben ja die Wir-Kongresse 2010 gemacht und dann gab es ja noch einmal dieses Wochenende, dieses Wir-Treffen bei Markus in Eschwege. Und wir kommen da an. Das war, wo ich dann nach 4 Monaten den Tito wieder gesehen habe, weil ich bin ja in Berlin gestrandet, während der Tito noch bei Mikey war. Ich habe gesagt, kann ich den eine Woche bei euch lassen? Dann fahre ich eine Woche nach Berlin die Bär besuchen. Ja, und da wurde dann halt nichts draußen, weil die mir dann da auch das Auto dann irgendwann weggenommen haben und dann kam ich nicht mehr raus. Also die Woche hatte sich eh was verlängert, was kein Problem war. Dass das dann 4 Monate werden würden, hat vorher keiner dran gedacht, sonst hätte ich ihn gar nicht erst da gelassen. Aber das war dann der Tag, wo ich nach 4 Monaten den Tito auch wieder gesehen habe. So, ne? Das war dieses Treffen. Und Bea und ich kamen da gerade an und da war der Tito noch nicht da, der kam etwas später. Und noch bevor wir das Zelt aufgebaut haben, sind wir was spazieren gegangen. Und wir laufen da so diesen Weg lang und quatschen und ey, auf einmal habe ich gedacht, bin ich hier im fucking Flughafen? Bin ich im Flughafen? Da saß noch, ich hatte auf einmal 5 Mückenstiche auf einmal und um mich rum wuselte es. Und das war nicht nur Mücken, das war alles Mögliche an Insekten, Fluginsekten. Ja. Und dann habe ich mitten im Wort den Satz unterbrochen
Ich war ja eigentlich mit Bea im Gespräch und habe dann gesagt, so, ich weiß es nicht mehr genau, aber so, es war in dem Stil, ey, sag mal Leute, ey, reicht es? Ich sag, ich habe kein Problem damit, wenn jemand mal wirklich gerade absolut Durst hat und dann wisst ihr, ihr könnt euch bedienen. Aber ich sag, das ist gerade ein bisschen übertrieben. Ich sag, ich bin keiner von denen, die hier mit der Chemiekeule rumlaufen. Ich sag, haltet bitte gerade mal ein bisschen Abstand. Ey, und während ich das sage, verschwindet das alles um und rum. Und die Bär macht große Augen und sagt, wie machst du das? Ja, ich sage, ich habe es gerade doch gezeigt. Ich sage, du musst das nur für voll nehmen. Du musst die Tiere, mit denen du redest, auf deinen Level, du musst die selber sein. Du musst in dem Moment connecten. Deswegen ist die Augenhöhe so wertvoll und wichtig. Natürlich nicht für dieses komische System, das ein hierarchisches System ist, da ist Augenhöhe absolut schädlich. Deswegen bin ich so schädlich für dieses System. Dass die auch alle nichts mehr mit mir haben wollen. Das hat mir auch geholfen bei der Polizei. Weil ich die einfach immer nicht als Polizei anerkenne, sondern als Brüder, die da gerade irgendwie vor mir stehen und ich mich einfach nie auf irgendein Gegeneinander eingelassen habe. Deswegen konnten die mir nie was und wollten mir noch nicht mal was. Die hatten ihren Auftrag und da stand halt mein Name drauf und ne, das haben die hinterher immer mit sehr gemischten Gefühlen in Erinnerung. Weil, ne, einfach nicht drauf einlassen. Und das ist das auch wieder mit Artikel 4 Absatz 1 und 2. Hey Bruder, ich habe mein Recht auf meine eigene Wahl meiner Religion, Meinung und vor allen Dingen Überzeugung. Auch wenn du dir noch keine Hausaufgaben gemacht hast und dir über dieses Wort mal Gedanken gemacht hast, was die Überzeugungskraft eigentlich ist und warum das da steht, sondern wüsstest du gerade ganz genau, dass du nicht darfst, was du gerade tust. Also bei dem Ding. Aber die Leute sind das halt alle gewohnt, sich so behandeln zu lassen und deswegen behandeln die auch andere so. Ne? Diese Gesetze gelten ja nicht nur. Als ne, wir benutzen die meistens, wenn wir Gesetze rezitieren, um uns zu verteidigen gegen irgendeine Obrigkeit, die uns was will. Hey, das gilt nicht nur für die Obrigkeiten, wie die mit uns umzugehen haben. Das Grundgesetz schreibt auch vor, wie wir miteinander umzugehen haben. Aber das ist den meisten Leuten einfach überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ja, das stimmt. Und deswegen finde ich das so wichtig, da einfach mal drüber zu reden. Immer wieder mal, bis es der Letzte begriffen hat. Weil, ey, stell dir mal eine Welt vor, in der wir nicht mehr zulassen, dass wir uns gegenseitig irgendwie unseren Willen und unsere Meinung aufdrücken und irgendwas. Hey, ich kann mich noch daran erinnern, bevor ich meinen Wechsel hatte, so, ne, bevor ich in der Klapse dann 30 wurde. Alter. Ich habe dir eine Scheiße erzählt. Ich konnte mir Sachen aus den Fingern saugen, bloß um ein Gegenargument gegen dein richtiges Argument. Aber das hätte ich, dann hätte ich ja verloren, dann hätte ich ja nicht recht behalten. Und das ist halt eben was, was in vielen Leuten sehr verankert ist, dass der Verstand immer recht behalten muss. Das hat auch die Vera F. Birkenbiel irgendwann gesagt. Ich war sehr dankbar dafür, dass sie dann auch mal darauf hingewiesen hat, auch für mich selber, um es einfach auf dem Schirm zu halten. Ne, so, oder wie der Daniele Ganser heute sagt, jeder hat eigentlich immer ein bisschen recht, zu einem gewissen Teil hat jeder immer recht. Und ich habe immer schon gesagt, wir haben eigentlich alle recht, weil wir alle aus unserer Perspektive heraus Das ist es, sagen, ne? so, aber ich habe meine, und ich war damals schon, ohne mir bewusst darüber zu sein, was das eigentlich bedeutet, aber genau da habe ich genau das schon in Perfektion getan, wovon ich gerade die ganze Zeit rede, was ich gelernt habe, bewusst einzusetzen, nämlich meine Überzeugungskraft so anzupassen, dass die gerade Sinn ergibt für das, was ich erlebe und ich auf die Weise keine Dramen erlebe. Ne, und das war halt eben, dass ich durch den Bedarf, Recht behalten zu müssen, habe ich mir Sachen aus den Fingern gesogen, die ich einfach in dem Moment schlichtweg erfunden habe. Ne, und da kann ich heute schon auf jeden Fall noch wieder große Augen machen über die Fantasie, die ich damals auch schon hatte. So, ne? Und dann immer notfalls mit dem Totschlagargument habe ich im Fernsehen gesehen, Ja. was auch schlichtweg gelogen war. Aber da konnte der andere dann nicht mehr gegen an.
Weil was das Fernsehen gesagt hat, das ist ja wahr. Ne? Ich habe irgendwann, hab ich echt gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Da war ich mit Sarah schon ein paar Jahre zusammen und Sarah guckt ja zwischendurch immer noch sowas fern und ich hatte schon damit aufgehört, es interessierte mich nicht mehr alles so. Und sie guckte auch nicht mehr viel, aber halt so ein paar Sachen noch. Und dann bin ich irgendwann, war ich auf Toilette, bin durchs Wohnzimmer in mein Zimmer und sehe dann da gerade was, wo jemand was sagt. Ich weiß gar nicht mehr, worum das da überhaupt ging. Was ich der Sarah schon seit bestimmt 2 Jahren versucht habe zu vermitteln, wo sie auch unter uns mir auch völlig recht gegeben hatte, aber das niemals draußen so gesagt hätte. Bis ich da im Wohnzimmer stehe und diesem Typen zuhört, der irgendein Experte zu irgendetwas, ne, der das dann quasi auch sagte. Und die Sarah macht große Augen und sagt, ja, das ist ja geil, dass der das da gerade gesagt hat. Dann kann ich das ja endlich auch draußen sagen. Dann kann ich ja offen zu dieser Sichtweise stehen, zu dieser Perspektive, zu dieser Überzeugung. Weil mein Überzeuger in der Röhre das gesagt hat. Weil im Fernsehen, es kam im Fernsehen und dadurch entsteht der Eindruck, ja, wir wissen es ja jetzt alle und wir können, und dann ist es legitim, es zu sagen. Aber es wollen nur ein paar Leute sagen, das ist, nee, kann man nicht im Ja. Fernsehen. Ne? Mich hat das in dem Moment echt schockiert. Ne? Ich Ja. stand dann echt, ich sag, willst du mich verarschen? Ich erzähle dir das seit 2 Jahren und bloß weil der jetzt so ein dahergelaufener Typ, von dem kein Schwein weiß, wer das ist und ob das überhaupt irgendein Experte oder vielleicht einfach nur ein Schauspieler ist, der da gerade irgendwie was Passendes sagen soll oder sonst irgendwas, ich habe keine Ahnung. Aber bloß weil der das jetzt sagt, ist es jetzt für dich legitim? Und dann sagt die, ja, der ist halt im Fernsehen. Und dann war mir halt auch klar, warum ich auf der Öffi hatte mir ja irgendwie kurze Zeit vorher, nee, das war Ist nachher, das aber hier das, Baugenies 2000, ne? Das ist das ja Hörbuch. genau, das ist das Hörbuch von 2020. Es war, keine Ahnung, irgendwann saß ich mit Öff zusammen und da hat der so gesagt, Bauchi, wenn du Revolution machen willst, ich wollte gar nicht Revolution machen, aber so wie er drückt es halt so aus, wie er verstanden hat, was ich mache, dann musst du die Leute da abholen, wo die sind. Ja. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was der Öff damit meinte. Genau. Ich wusste auf jeden Fall in dem Moment, was ich darunter verstanden habe, weil ich wusste, wo die meisten Leute gerade sind. Vor allen Dingen physisch. Nämlich mit der Nase vor ihrem Bildschirm. Welcher auch immer gerade, ob das der Fernsehbildschirm ist, ob das ein Handybildschirm ist oder ein Computerbildschirm ist oder sonst irgendwas. Die hängen alle mit der Nase vor ihren Bildschirmen. Das heißt, du musst, wenn du die abholen willst, dann musst du auf diese Bildschirme. Ja. Seitdem arbeite ich daran und weiß halt eben, es ist gar nicht der Bauchi, der vor die Bildschirme muss, sondern der Shit, wovon der Bauchi die ganze Zeit redet, der muss auf diese Bildschirme. Und das können wir halt eben alle zusammen sehr viel besser erreichen, als ich das alleine jemals könnte. Weswegen ich auch von Anfang an gesagt habe, das ist gar nicht mein Job, das allein zu machen. Ich ziehe es durch bis zum Ende so, ne? Und ich mache alles, was dafür nötig ist. Und wenn ich mich davor irgendwann vor Millionenpublikum stellen muss, um dann aus dem Bauch heraus das zu sagen, was ich dann zu sagen habe. Wovon ich nie sagen würde. Ich werde dann immer so oft gefragt, aber was hättest du denn dann gesagt? Das kann ich nicht sagen, weil ich das aus dem Äther Weiterläufig. gezogen hätte, weil ich Ja. Bauchi bin, weil ich aus Intuition heraus handle. Und Und weil deswegen, es ja nicht ne, anders ist und deswegen, dann, ne, und ja, so, während aber, man ne, redet, kann sich die Meinung ja sogar noch ändern, ne, dass man ja. nochmal anders rüberbringt. Man sagt das jetzt so und wenn man dann da steht, sagt man das doch, vielleicht doch anders. Ja, genau. Ne, vielleicht Das ist halt nochmal. das, warum ich halt auch immer wieder gesagt habe, so, ne, ich hatte ja 2008, hatte ich ja schon da dem Stefan Raab das Angebot gemacht, mir mal einfach 5 Minuten von seinen 4 Stunden Live-Sendezeit zu geben. Aber stattdessen hat er mich ja 6 Stunden in Wegsperrhaft stecken lassen, damit ich die Sendung nicht kapern kann. Was für ein Blödsinn. Aber ja, ist halt so. Ne? Und heute ist das dann halt zum Beispiel so ein Markus Lanz. Ne, wo ich einfach sagen würde, ey, mal einfach bei dem
in der Sendung sitzen und einfach mal 10 Minuten das Maul aufmachen zu können. Ich weiß, dass ich in den 10 Minuten dafür sorgen könnte, dass draußen die Leute alle damit beschäftigt sind, vor ihren Bildschirmen, allen ihren Leuten zu sagen, ey, mach mal bitte gerade Lanz an. Mach mal Lanz an. Ja, Lanz ist schwer anzukommen. Da ist ja, ist ja scheißegal. Lanz, sag ich mal, so ist halt ein Tool. Ja, genau. Ist aber halt ja. eben ein Tool. Ne? Lanz, nicht jetzt als der Mensch Markus Lanz, sondern halt eben als die Sendung. Ja. Ne? Die Sendung ist ja ein Werkzeug. Das sind den meisten Leuten auch nicht bewusst. Die sehen halt den Markus Lanz. Aber Markus Lanz ist da auch wieder nur eine austauschbare Figur, wie es halt eben viele gibt, die dann diesen Posten übernehmen könnten. Und aber letztendlich dann dasselbe täten. Das ist das Ding. Ne? Und vor allen Dingen reden sie alle immer um den heißen Brei rum. Es geht immer die ganze Zeit um irgendwelchen Scheiß, aber niemals um uns. Niemals um uns, unsere wirkliche, wahre Kraft, nämlich die Kraft unserer Überzeugung und die halt tatsächlich auch selber zu leiten, weil letztendlich tun wir das ja selber. Wir hören dabei nur halt eben dummerweise die ganze Zeit auf die falschen Leute und die falschen Inspirationen, will ich es mal ganz lieb nennen. Jesus. Ja, ne, du sagst jetzt hier mit Jesus und du hast das zweimal gelesen, die Bibel oder das Testament. Ne? Ich habe dann jahrelang ein bisschen recherchiert, was ist mit Jesus. Und es gab ja früher auch schon Aufzeichnungen etc. Aber eine Figur wie Jesus ist dann nirgendwo zu finden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war Anfang des ersten Jahrtausends dieses Jahrhunderts, also um im Jahre 50, Jahre 60, 70 ungefähr, sollen die Römer im römischen Senat teilweise da einige Leute die Bibel geschrieben haben. Oder das, was sie hatten, als Grundbasis genommen haben, um eine Bibel zu schreiben. Ne? Eine Glaubensrichtung. Ja, weil sich man gedacht hat, über Glauben können wir Leute auch steuern, manipulieren. Ja, das ganze Buch kann sich ja gut anhören, genau wie das Grundgesetz. Die Grundgesetze hören sich gut an, aber was nutzen gesetzlich gut anhören, die aber immer wieder gebrochen werden von der Obrigkeit. Ja, genau. Ne? Und das hat man ja auch, die Bibel kann man ja auch auslegen, wie man will. Deswegen bin ich da, sag mal, ich habe ja nichts gefunden, deswegen bin ich eher weg von einem Gott oder so, sondern eher von, woran ich glaube, ist, sag ich mal, was heißt Glauben? Könnte ich ausgehen von, dass es eine Art Architekten gibt. Ne? Irgendein Perfektionisten, der das Ganze erschaffen hat, wie auch immer. Ja. Ob das nun das reine Universum, die Energie gewesen ist, oder ob das irgendwelche Menschen, die durch ihren Glauben irgendwas entstehen lassen, ne, irgendwo, du kannst nur daran glauben, sag mal, stellst du irgendwie ein Schmetterling vor, der sieht so und so aus und glauben immer mehr und irgendwo im Amazonas entwickelt sich so eine Art. Ja. Ne, ein anderes stimmt davon so wieder in aus. Richtung Dr. Manhattan von den Watchmen, der blaue Typ, der dann hinter auf dem Mars sitzt, weil die Menschen auf der Erde alle voll auf den Sack gehen und er dann da in Ruhe aus dem Geist irgendwelche Materie schaffen kann und wunderschönste Formen und so hervorbringt. Und sowas. Ja. Ja, kann ich mir halt eben auch vorstellen. Und da bin ich heute bei weitem nicht mehr der Einzige, der das kann. Ne? Also egal, ob der Koray da halt eben Videos drüber gemacht hat oder der Logan, der halt eben in seinen Matrix-Dekodierungen ständig auf etwas stößt,
das mit Architekt gut beschrieben ist. Ja. Ne, und hier dieser, der Typ mit dem Raumanzug, ich habe schon wieder den Namen vergessen, dieses lange Interview, der halt auch eben explizit von einem Architekten spricht und sagt, Gott ist eine KI. Eine künstliche Intelligenz. Was jetzt aber nicht immer, man darf halt dabei einfach nicht den Fehler machen, auf die Erinnerungen zu oder die Eindrücke zurückzugreifen, die man so aus dem Film Die Matrix kennt, wo dann da quasi irgendwelche Maschinen eine solche Künste, das ist was viel Heiligeres, was viel Komplexeres, was aber auch letztendlich ganz einfach erklärt ist. Wir gehören selber dazu, wir sind ein Teil dieses Architekten. Das Buch vom Universum, was ich geschrieben habe, das war ja nur so ein Abklatsch von, oder nicht ein Abklatsch, das war einfach eine andere Übersetzung in eine andere Terminologie vom Tao Te Ching von Lao Tse, ne, der Begründer des Taoismus oder die Bibel des Taoismus. Und er beschreibt da ganz klar, das Universum hat keine eigenen Interessen, aber verfolgt sämtliche Interessen, die wir, und das habe ich auch, ne, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Ne, deswegen soll man sich auch kein Bild von Gott machen, weil alle Bilder, die man von Gott sich machen kann, sind irgendwie, wenn du dich nicht als Teil des Ganzen siehst, dann wirst du es nie sehen können. Und das Ganze, wovon wir ein Teil sind, das ist das, wovon ich gerade rede, das, was alles eint. Und das ist eben sehr dumm, wenn man das versucht, als eine Entität zu sehen. Ja. Es ist eine Entität, aber die hat all ihre eigenen Interessen, drücken sich durch unsere ureigensten Interessen aus. Das heißt also, jedes Interesse, das wir verfolgen, ist eins von Gottes Interessen. Ja. Ein Interesse dieses Architekten. Architekten, wie auch immer. Genau, ne, das sind ja auch wieder nur andere Terminologien. Das sind ja auch einfach nur wieder andere Worte, die aber dasselbe beschreiben sollen. Ne? Und Lao Tse sagt halt eben, es ist die Mutter aller Dinge. Versuch nicht, das irgendwie als Wesen darzustellen. Es ist das Wesen von allem. Und das steht ja auch in der Bibel. Gott ist in allem. In jedem von uns. Ja, nicht nur in jedem, das ist nicht nur in jedem von, in jedem Stein, in jedem, überall ist Gott. Dieser, weil der Architekt quasi das, ne, und wir leben hier, wenn du mich fragst, halt eben in einer Matrix-ähnlichen Erlebniswelt, die der Film Matrix schon sehr gut auf jeden Fall das einfach mal darbringt. Also ich sehe das einfach, guck dir ein Computerspiel an oder zock ein Computerspiel, da sitzt ein Spieler vor einem Monitor und daddelt. Und wenn er da richtig drin vertieft ist, dann vergisst er völlig, ne, so wie Leute dann bei World of Warcraft verhungert sind oder verdurstet sind, weil sie sich selbst völlig vergessen haben. Ja. Und das ist halt eben, das ist ja nur audiovisuell. Jetzt stell dir mal vor, dieses Kino hier kann 5 Sinne ansprechen. Wie lange brauchst du wohl, um zu vergessen, dass du gerade im Kino sitzt? Ja. Ne? Und das aber halt, oder auf deinem Sofa chillig und da voll das krasse, geile Spiel spielst so, und dadurch die Hölle gehst und alles. Aber es ist nur ein Spiel. Und trotzdem erlebst du es möglichst realistisch mit. Das ist ja der Anspruch eines jeden ernstzunehmenden Spieledesigners, ein Spiel so zu machen, dass du dich, oder eines Filmemachers auch, dass du dich völlig darin verlierst, dass du für diese anderthalb Stunden oder die Zeit, die du spielst, halt einfach gerade mal die Welt drum aus und völlig vergisst und in dieses Spiel eintauchst, in diesen Film eintauchst. Ja, und das ist hier nicht anders. Wir haben völlig vergessen, dass wir Seele sind, die über unseren Avatar connected mit der Matrix ist, aber der Avatar, nicht der Körper. Der Avatar besteht aus Körper, Geist und halt diesen Tools, die wir haben, um in dieser Matrix zu steuern, was halt der Geist und halt auch der Körper so alles bedienen können.
Und letztendlich schaffen wir alles aus Gedankenkraft heraus. Jede einzelne Erfindung, alles war vorher mal eine Idee, ist dann zu einer Skizze geworden, zu einem Plan, der dann umgesetzt wurde. Und auf einmal stand in der Materie was, was für alle wahrnehmbar war. Was vorher für alle totale Spinnerei war, wenn derjenige, der die Idee und die Skizze vielleicht schon gesehen hat, darüber gesprochen hat. So wie heute alle als totale Spinner dargestellt werden, die sich mit freier Energie beschäftigen, so, ne? Weil das auch nicht gewünscht ist. Das, weil da kann man ja, wenn die Leute alle auf einmal frei auf Energie zugreifen können, dann kann man den gar nicht mehr verkaufen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Und sollten wir uns langsam mal überlegen, ob wir weiter Menschen sein wollen oder weiter Kunden. Ja. Eines Tages wird die Wissenschaft zugeben müssen, dass das, was wir Realität getauft haben, eine größere Illusion ist wie die Welt unserer Träume. Sagt wer? Dali. Salvador Dali. Ach, guck an. Es klang irgendwie nicht so wie dein normaler Wort. Nee, nee, das ist ganz so ein, ne? Das war. Aber es ist natürlich, ne, es ist genau das. Sag's nochmal. Eines Tages wird die Wissenschaft zugeben müssen, dass das, was die Realität getauft haben, eine größere Illusion ist wie die Welt unseres Traums. Ja, und genau das ist es. Das ist der Grund, das ist mit der Grund, warum ich hier auf dem Arm stehen habe, tätowiert. Das ist ein Traum. Ja. Es ist nicht real. Wenn es real wäre, dann gäbe es keinen Grund zu streiten, weil dann wären alle Perspektiven ja gleich. Ja. Aber es ist nicht real. Jeder sieht die Realität anders. Jeder sieht sie auf seine ganz eigene Art und Weise, auf seinem Monitor. Aus seinem Universum heraus, ne? Ja, genau.